YouTube, was geht? Hier ist Patrick Zwickler von Always Overdressed und wie gewohnt begrüße ich euch an einem Sonntag um 18 Uhr zu einem neuen Video. Ich will ja nicht pushen, aber ich glaube, wir haben unseren alten Rhythmus wiedergefunden und nicht nur das ist heute online gekommen, sondern auch der Leak zu der neuen ADR-Kappe. Den könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne anschauen. Ich bin mir sicher, dass der Scooterpad da den Link als erstes in die Beschreibung packen wird. Also falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, dann guckt euch doch gerne mal an, was da so als nächstes bei der neuen Kollektion rauskommen, meine Freunde. Das soll aber gar nicht heute Thema sein. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir uns heute mal mit den Herbsttrends beschäftigen. Viele von euch fragen immer nach den Videos zu den Herbst-, Winter- und Sommertrends etc. etc. Und da habe ich mir für heute mal wieder ein paar Dinge rausgesucht. Insgesamt 5, so meine persönlichen Favoriten bei den Trends und insgesamt nochmal ein paar Farben, die man vielleicht nochmal auf dem Schirm haben sollte, falls wir sowas ähnliches, meine Freunde, auch für den Winter machen, weil da gibt es schon ein paar Unterschiede. Dann wisst ihr Bescheid, gebt diesem Video gerne einen nach oben und ich würde vorschlagen, gar nicht lange rumlabern, sondern wir fangen direkt an. Ich würde sagen mit den Farben und danach schauen wir uns meine Top 5 Herbsttrends für 2020 an. Ich glaube, über eine Trendfarbe brauchen wir uns nicht groß zu unterhalten. Das hat mittlerweile jeder mitbekommen und hat man auch schon im Laufe des Jahres gesehen. Einfach aus dem Grund, weil das die Farbe des Jahres ist. Nämlich blau. Egal ob hellblau, dunkelblau, marineblau, navy. Blau sehen wir derzeit sehr, sehr oft und auch im Herbst. Und das kann ich auch schon mal vorweg sagen, auch für den Winter wird das immer noch ein sehr, sehr großes Thema sein. Aber was darüber hinaus angesagt ist, ist natürlich auch interessant. Und da hätte ich einmal die Farbe Rot für euch. Nicht dieses leichte Rot oder so ein verwaschenes Rot, sondern wirklich ein kräftiges, knalliges Rot, was wir wirklich bei den Runways und Fashion Shows sehr, sehr häufig gesehen haben. Zum Beispiel Off-White war mit dabei oder auch Kiko. Das Ding ist, dass der Look meistens Ton in Ton war, also dass sowohl das Oberteil als auch die Jacke dann in demselben Rotton gehalten wurde. Ich muss sagen, das wäre mir persönlich too much, aber wenn es ein Piece ist, zum Beispiel einen Rollkragenpullover, ja, eine Hose würde ich jetzt auch nicht zwangsläufig machen, aber ihr wisst, man kann das natürlich in seinen Style immer so ein bisschen anders integrieren, aber Rot, gerade die kräftigen Töne, sollte man sich vielleicht, wenn man darauf Bock hat, für den Herbst 2020 anschauen. Und dann auch noch eine Geschichte, die wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen haben, was jetzt wahrscheinlich nichts Neues für euch sein wird, sind Erdtöne. Wer hätte das gedacht? Die ganzen Farben wie Beige, Braun, Olivgrün oder auch die ganzen Cremetöne sind auch für den Herbst 2020 sehr, sehr angesagt. Ist auch wirklich etwas bei mir persönlich, was ich sehr häufig sehe. Sowohl Schuhe habe ich mir in diesen Farbtönen gekauft, als auch Oberteile, sogar Hosen. Also ich glaube, das ist wirklich vielleicht sogar der spannendste Faktor für euch da draußen. Dass wir gerade schon von diesen Ton-in-Ton-Outfits gesprochen haben. Und da ist mir noch eine Farbe aufgefallen, die wir diesbezüglich sehr, sehr häufig gesehen haben. Und das wäre Weiß, ja? All-White-Outfits, zum Beispiel Craig Green, Andy, aber auch bei Jacquemus haben wir das gesehen, dass wirklich Jacke, Oberteil und Hose komplett in Weiß gehalten wurde. Ich muss sagen, dass ich derzeit wirklich Weiß, gerade so weiße Hosen, ziemlich nice finde, problematisch. Und das wisst ihr alle, meine Freunde, ist halt, dass das sehr, sehr anfällig ist für irgendwelche Flecken, wenn man gerade irgendwie unterwegs ist. Man isst vielleicht eine Bratwurst oder was auch immer, so schnell in der Hand, ihr wisst Bescheid. So, dann versaut man sich das Ganze schnell. Aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen, weil das natürlich auch alles umfassen soll, so umfangreich wie möglich sein soll dieses Video. Und ihr könnt mir ja so wie immer eure Lieblingsfarbe für diesen Herbst unten in die Kommentare schreiben. Okay, Freunde, machen wir uns ans Eingemachte, die Top 5 Trends für diesen Herbst. Und ich will noch einmal sagen, dass ich nur der Vermittler bin, ja, Freunde. Ich kann da auch nichts für, was im Trend ist. Und selbstverständlich mache ich auch nicht jeden Trend mit. Das ist einfach nur eine Zusammenfassung. Aber eine ziemlich große Sache, die, ja, viele wahrscheinlich überraschend kommt, sage ich jetzt einfach mal, ist das Schlagwort. Und das passt tatsächlich ganz gut. Nämlich Schlaghosen. Ihr habt richtig gehört, Schlaghosen sind gerade für diesen Herbst und ab jetzt auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal gesehen. Aber ich glaube, allerspätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns darüber unterhalten müssen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass einige von euch sagen, Schlaghosen auf gar keinen Fall. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich hier auf diesem Kanal vor 2 oder 3 Jahren das Thema weite Hosen angesprochen habe. Und da waren auch verdammt viele der Auffassung, dass weite Hosen sich niemals etablieren werden. Und siehe da,
Mittlerweile läuft jeder mit weiten Hosen rum. Und deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir Schlaghosen wieder häufiger sehen werden. Wieso, weshalb, warum? Einfach aus dem Grund, dass gerade dieser ganze 70er-Style sowieso im Trend ist. Also diese ganzen Vintage-T-Shirts mit Jeans etc. Das ist alles, oder haben wir alle schon in den 70ern gesehen gehabt. Und ein Element aus dieser Epoche sind halt die Schlaghosen. Wir sehen sie teilweise bei Department Gallery natürlich in einer etwas anderen Ausführung als, ich sag mal, diese klassische Schlaghose, aber nichtsdestotrotz sind das Schlaghosen. Da, wie gesagt, bin ich super, super gespannt auf eure Meinung. Ist das etwas, was ihr zum ersten Mal hört oder sagt ihr, ja Patrick, gut, das hätten wir auch schon letztes Jahr erzählen können. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und by the way, ich werde auch versuchen, zu jedem Trend so ein paar Links unten in die Beschreibung zu packen, wie man das Ganze dann vielleicht auch schafft umzusetzen. Aber falls ihr wollt, dass ich nochmal ein konkretes Video mit richtigen Produktempfehlungen zu den jeweiligen Trends mache, dann ja, gib diesem Video einen Daumen nach oben oder noch besser, schreib den Hashtag Herbst in die Kommentare. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass viele mit Schlaghosen überhaupt nichts anfangen können. Deswegen habe ich mir für den zweiten Trend nochmal was anderes rausgepickt, was ebenfalls wieder mit Hosen bzw. Jeans zu tun hat, nämlich auffällige Jeanshosen. Ihr seht es wahrscheinlich selber in eurem Instagram-Feed, dass sehr, sehr viele Leute sehr laute Jeans tragen, mit Graphics drauf, mit Patches drauf, mit irgendwelchen Farbklecksen, wie zum Beispiel hier jetzt mein Hoodie. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehen wir diesen Herbst-Winter immer noch sehr, sehr häufig. Da gibt es teilweise wirklich coole, günstige Lösungen. Man muss aber das ganze Outfit dann so ein bisschen ja darauf abstimmen, weil für mich ist es halt so ein bisschen weird, wenn die Hose schon so ein krasses Keypiece ist, dann noch mit einem auffälligen, ich weiß nicht, Camouflage, Hoodie oder einer Jacke das Ganze zu kombinieren. Deswegen hier ein bisschen vorsichtig mit sein, aber das ist auf jeden Fall etwas, was jeder irgendwie in seinen Style integrieren kann und woran ich auch wirklich derzeit sehr, sehr viel Spaß habe. Eine Frage, die ich in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr häufig in Bezug auf Herbsttrends gestellt bekommen habe, ist, ob man Pufferjackets noch anziehen kann. Und da ist natürlich die Antwort ganz klar: Ja, auf jeden Fall. Aber da gibt es eine kleine Änderung bzw. etwas, was in eine ähnliche Richtung geht, aber dann ja ein bisschen halt anders ist. Ich sag's jetzt einfach, nämlich Puffer-Westen, ja, also ohne Ärmel das Ganze. Haben wir auch hier wieder bei den Runways wirklich häufiger gesehen, zum Beispiel bei Louis Vuitton. Diese dicken, wirklich sehr, sehr auffälligen Puffer-Westen kann man wirklich sehr, sehr nice kombinieren. Das Ganze auch dann eher Streetwear-lastiger. Man muss dazu sagen, dass das Ganze natürlich sehr schnell ziemlich kostenspielig werden kann. Ich meine, so eine Weste von Louis Vuitton kostet mehrere tausend Euro und to be honest, wer weiß, wie lange die im Trend sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass man daran noch nächstes Jahr Spaß haben wird, aber danach, man weiß es nicht. Ich wollte es aber dennoch sagen, dass Westen, meine Freunde, definitiv eine coole Sache sein wird und auch hier wieder, falls ich da so ein paar günstige finden sollte, dann sind die auch unten in der Beschreibung verlinkt. Vorletzter Trend, der sich ebenfalls die vergangenen Seasons so angebahnt hat, weil Strickware ja generell ein riesen Thema wurde, zum Beispiel durch diese ganzen Sachen, die Raf Simons gemacht hat, sind Cardigans. Cardigans ist auf jeden Fall ein großer Trend für 2020, egal ob diese gestreift sind oder diese typische Oversized-Silhouette. Und das ist wirklich eine Sache, da braucht man nicht viel Geld, um diesen Style umzusetzen. Weil ich habe mir zum Beispiel Anfang des Jahres welche von Asos bestellt. Die hatten, glaube ich, 20 bis 30 Euro gekostet und waren wirklich cool. Natürlich gibt es da auch crazy Dinger. Zum Beispiel fällt mir da einer von Y Project ein, der war wirklich, Leute, Psychopath, das Ding kostet natürlich auch ja, seine Kröten. Sind sehr, sehr vielseitig einsetzbar, können wirklich auch farbenfroh sein, ja, vielleicht nicht einen All Black nehmen, sondern vielleicht nach welchen schauen, wo der Ärmel eine andere Farbe hat als der Body. So ein bisschen so abgespacedere Dinge, sage ich jetzt einfach mal. Und ganz wichtig, ist mega nice zum Layern. Wer kennt es nicht, man geht morgens aus dem Haus, es ist kackenkalt und im Laufe des Tages wird es dann auf einmal mega warm. Und da sind so welche Cardigans natürlich auch perfekt für geeignet. Weil man zieht das Ding einfach aus und ist dann ja, nochmal für eine andere Temperatur gewappnet. Kommen wir dann zu dem allerletzten Trend. Wir hatten Oberteile, wir hatten Hosen, fehlen nur noch die Schuhe. Da kann ich euch eine Sache sagen. Chunky Boots, ja, nicht Chunky Sneaker, sind auf jeden Fall der Shit. Wir haben sie bei Prada gesehen, wir haben sie bei 80s gesehen. Boots mit dicker, auffälliger Sohle sind auf jeden Fall
auf jeden Fall im Trend. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber auch hier, Leute, ist das eher ein Trend, der ja schnell kostenspielig sein kann. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass Boots etwas ist, wovon man länger was hat. Ja, das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil so ein Boot kann easy, locker easy, ein Taui kosten, so gar kein Problem. Der sollte dann schon länger als eine Season getragen werden, damit sich das Ganze auch rentiert. Question of the Video geht raus an euch. Welche Trends habt ihr noch auf dem Schirm für diesen Herbst 2020? Freunde, tut mir einen Gefallen und checkt gerne den Leak der ADR Cap ab. Natürlich alles, wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinkt. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Und da ruft jetzt auch jemand an. Da muss ich dran gehen, Freunde.